Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. So schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Oder wenn du über dieses Video ganz neu hierher gefunden hast, begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal und hoffe, du fühlst dich hier wohl und kannst ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen. Heute schauen wir mal, wie es für dich weitergeht und welche Impulse da auf dich warten. Und dazu darfst du dir gern einen der drei Stapel aussuchen. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn es dich zu mehreren hinzieht, kannst du natürlich auch in zwei oder alle drei reinschauen. Oder wenn du mehrere Themen hast, die dich beschäftigen, kannst du auch die Stapel mit verschiedenen Themen belegen und dann gucken, welche Impulse jeweils dazu kommen. Als Auswahlhilfe habe ich für Stapel 1 hier den Aschat. Den Chrysokoll für Stapel 2 und den Fluorit für Stapel 3. Wenn du noch überlegen möchtest, drück gern auf Stopp. Ansonsten beginne ich jetzt mit Stapel 1. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, was sich hier für dich zeigt und gucken, was das Tarot für dich bereithält. Und wir haben die Kraft, das Ass der Kelche und die 10 Schwerter. Und das zeigt eine sehr belastende Situation hier, die mit den 10 Schwertern aber zu Ende geht. Was nicht unbedingt einfach ist. Also hier wartet ein abruptes Ende auf dich, einer Situation, eine Situation, eine Beziehung, eine Verbindung. Etwas möchte, muss hier beendet werden, zu Ende gehen, wird zu Ende gehen, wird sehr wahrscheinlich beendet werden, wenn du es nicht aus eigener Kraft schaffst, weil da einfach nichts mehr vorangeht. Also bei den 10 Schwertern, das ist wirklich eine Situation, wo quasi Hopfen und Malz verloren ist. Das muss ein Ende finden, weil man dort einfach nicht mehr vorwärts kommt, weil es nichts zu verbessern gibt, weil man auf der Stelle tritt, weil man sich im Kreis dreht. Und bei den 10 Schwertern ist dann einfach irgendwo dann Schluss. Genau, also es kann hier also sein, dass entweder du wirklich eine Entscheidung triffst selber, weil du merkst, okay, nee, ich muss hier wirklich etwas beenden, ich muss hier gehen oder eine Situation verlassen oder etwas verändern eben. Und es kann auch dann schmerzhaft sein, wenn man selber die Entscheidung trifft. Es kann aber bei den 10 Schwertern auch sehr gut sein, dass das Leben einen unterstützt und einem quasi eine Entscheidung abnimmt oder einen zwingt, etwas hinter sich zu lassen oder einen neuen Weg zu gehen oder ne, dass man in eine Trennung gezwungen wird, weil eben das Gegenüber sich trennt oder dass man aus einem Job herausgezwungen wird, weil man eine Kündigung bekommt. Und gerade dann natürlich, wenn man das nicht selber initiiert, ist es natürlich umso beängstigender und schmerzhafter und schwieriger loszulassen. Es ist dann natürlich noch ein Stück einfacher, wenn man es aus eigener Motivation macht. Aber so oder so ist es ein Ende, was wirklich nötig ist. Und was dich aber auch in deine Kraft bringen wird, also diese Erfahrung hier zu machen, es entweder selber zu beenden oder aber eben dann damit umzugehen, dass das Leben dafür sorgt, dass etwas zu Ende geht und man eben gezwungen ist, loszulassen und gezwungen ist, hier einen neuen Weg zu gehen und etwas hinter sich zu lassen. Das wird herausfordernd, das wird schmerzhaft, das wird anstrengend, es wird dich vielleicht traurig machen, wütend vielleicht auch. Dir wirklich Angst machen kann sein. Aber es wird dich auch in deine Kraft bringen, es wird dich stärker machen, ja, es wird dir auch zeigen, einfach, was du alles überstehen kannst. So, also du wirst gestärkt auch aus dieser Situation herauskommen. Oder aber da die Karte hier ja auch am Anfang liegt, kann sie uns hier auch einfach sagen, du bist schon stark genug, ja, vertrau auf dich und deine Kraft, dass du jede Situation, jede Herausforderung, alles, was das Leben dir gerade anbietet oder die Hindernisse, die du eben überwinden musst, die Entscheidungen, die du treffen musst, dass du imstande bist, das eben zu überwinden, zu überstehen, da durchzukommen, weil du wirklich schon aufgrund voriger Erfahrungen, vielleicht aufgrund des letzten Jahres, was gewesen ist, was passiert ist, ja, all die Erfahrungen, die du gemacht hast, haben dich stärker werden lassen, sodass du jetzt gewappnet bist für was auch immer vor dir liegt. Und das Ass der Kelche,
Hier in der Mitte zeigt ja die Chance auf eine ganz, ganz wertvolle und wundervolle Erfahrung, die Chance der Liebe zu begegnen, die Chance auf wunderschöne Glücksgefühle, auf Emotionen, Gefühle, die überfließen, auf Fülle, Glück einfach, ja. Und dafür ist es aber nötig, hier etwas loszulassen und etwas zu beenden, ja. Aber das bietet dir, also dieses Ende bietet dir quasi gleichzeitig eben die Chance für einen wundervollen Neubeginn. Etwas zu finden, an einen Ort zu kommen oder vielleicht eine Beziehung einzugehen in der Zukunft oder etwas Berufliches zu machen, anzufangen, zu finden, was dich wirklich im Herzen erfüllt, glücklich macht, dich erfreut, ja, wo du einfach mit dem Herzen dabei bist. Also hier möchte definitiv etwas losgelassen, zurückgelassen werden, was eben nicht deinem wahren Herzen entspricht, nicht wirklich von Herzen ist oder nichts für das Herz ist, damit du eben dann etwas finden kannst, was deinem Herzen entspricht, was dich wirklich glücklich macht, ja, und was deine Gefühle zum Überfließen bringt auf positive Art und Weise. Dann schauen wir, was hier meine Seelenforscherkarten sagen. Die bringen den Traumfänger und die Verspieltheit. Ja, und der Traumfänger fragt dich, was wünschst du dir wirklich, ne? Und das ist im Prinzip, was ich gerade meinte, dass hier eben etwas zu Ende geht, was eben nicht dem entspricht, was du dir wirklich tatsächlich wünschst. Und wenn du da ganz ehrlich zu dir bist, wirst du das auch wissen. Vielleicht weißt du es auch schon ganz lange, dass eben hier eine Situation oder eine Verbindung dem Ende geweiht ist, weil du überhaupt nicht glücklich bist, weil du dir ständig Gedanken gemacht hast, weil du ständig vielleicht traurig warst oder weil du ständig enttäuscht wurdest, immer wieder an deine Grenzen gekommen bist. Und du hast dir vielleicht eingeredet oder dich darauf versteift, dass es das dein Wunsch ist oder dass du dort an diesem Ort oder in dieser Situation oder in dieser Verbindung, dass du dort findest, was dich glücklich macht und dass du gedacht hast, dort ist dein Traum, dass dort zu bleiben, wird dich früher oder später glücklich machen. Ja, das ist das, wo du hin möchtest. Aber wenn du jetzt ganz ehrlich drauf schaust und guckst und vielleicht die Vergangenheit reflektierst, wirst du erkennen oder wenn du ganz in dich reinspürst, dass es vielleicht das eben doch nicht ist, dass es in Wahrheit nicht wirklich das ist, was du dir wünschst oder dass du dort nicht glücklich werden kannst. Darum reflektier wirklich nochmal, geh wirklich in dich. Was wünschst du dir und ist diese Situation, in der du gerade bist oder wo du schon spürst, das geht zu Ende oder das Leben möchte hier, dass du weitergehst, dass du was loslässt, ist das wirklich das, woran du länger festhalten möchtest und wo du denkst, da erfüllt sich dein Traum? Oder weißt du nicht, wenn du ehrlich zu dir bist, hey, ich glaube, mein Glück ist woanders zu finden. Genau, und sieh das Ganze nicht so ernst. Ja, auch die Situation mit den 10 Schwertern, auch wenn das schmerzhaft ist, auch wenn das wehtut, das loslassen zu müssen, ist es am Ende einfach eine Erfahrung und nicht die letzte Erfahrung, die du machen wirst. Da wartet noch ganz, ganz viel auf dich und versuche es ein bisschen verspielter zu sehen, nicht so bierernst. Ja, manchmal vielleicht, wenn was zu Ende geht oder wenn man was loslassen muss, was man nicht loslassen möchte, hat man vielleicht das Gefühl, da bricht alles zusammen und man verliert alles und da kommt nie wieder sowas und das war die letzte Chance oder wie auch immer, aber da kommt noch ganz, ganz viel. Also vertraue darauf, dass das einfach nur eine von vielen Erfahrungen ist, die du jetzt machst und da kommt noch ganz, ganz viel und da kommt auch noch. Gerade mit dem Ast der Kelche kommt noch ganz, ganz viel Schönes und Wunderbares in dein Leben. Und vor allen Dingen, wenn du dich traust, Dinge, Menschen, Situationen hinter dir zu lassen, die dir nicht gut tun und die dich eben nicht glücklich machen. Ja, wenn du da eine bewusste Entscheidung triffst und sagst, okay, das ist nicht meins hier, so stelle ich es mir nicht vor. Und du traust dich eben dann, dich davon abzuwenden und weiterzugehen, wirst du dafür belohnt werden, weil dann sagt dir das Universum, ah, okay, das möchte sie nicht. Dann biete ich ihr mal was anderes an. So. Und dann kannst du schauen, oh, okay, gefällt mir das oder ist es auch nicht so ganz das Richtige? Und so, ja, tüftelst du dich halt selber mit den Erfahrungen durch dein Leben, findest immer mehr heraus, was dir dient und was nicht und was du eben wirklich dir wünschst, was du wirklich möchtest.
Und je klarer du das weißt, umso eher kann das auch in dein Leben kommen. Dann schauen wir noch auf die Zauberwaldbotschaft, die da ist: Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht und zwar in deiner Kraft. Ja, es ist ganz wichtig, dass du in deiner Kraft, in deiner Energie bist und dass du eben hier nicht zu lange in Situationen oder Umständen verharrst, die dich Kraft und Energie kosten und die dich, ja, die dich runterziehen, ja, die dich einfach herunterziehen, sodass du einfach nicht wirklich bei dir bist, nicht wirklich kraftvoll bist. Und die Welt braucht dich, vielleicht die Menschen in deinem Umfeld, vielleicht bist du selbstständig, hast Menschen, denen du hilfst, denen du unterstützt und die ja von dir profitieren und die sehr, sehr unterstützt werden durch deine Kraft, durch deine kraftvollen Impulse, Botschaften, Hilfestellungen, Beratungen oder was auch immer du vielleicht anbietest oder aber auch wenn du einem anderen Job nachgehst oder ja, irgendwie. Wo auch immer, es sind Menschen da oder die Welt, vielleicht auch Tiere. Es gibt Wesen, Seelen, die auf dich, ja, ich will nicht sagen angewiesen sind, aber die einfach sehr davon profitieren, wenn du in deiner Kraft bist, weil du etwas sehr, sehr Wichtiges zu geben hast. Und das kannst du aber nur, also du kannst selber ja nur strahlen und blühen und leuchten und dann davon anderen abgeben. Wenn dein Kelch voll ist, wenn du einigermaßen glücklich und zufrieden bist und eben in deiner Kraft bist, dann kannst du von deiner Energie, von deiner Liebe abgeben und andere auch nähren und unterstützen und inspirieren und auf ihrem Weg weiterhelfen. Aber wenn du quasi in so einer Energie bist, ne, wirklich so kannst du es dir dann vorstellen. Mit hängendem Kopf und Schwertern im Rücken und total verzweifelt und am Boden zerstört, ne, dann dienst du dir selber nicht und anderen eben auch nicht. Aber du bist eine Rieseninspiration und Hilfe, wenn du hier aufstehst, wenn du dein Köpfchen, deine Krone wieder richtest, wenn du dich erhebst, wenn du in deine Kraft wiederkommst. Ja, das dient dir und das dient einfach auch der Welt. Und darum ist ganz wichtig, dass du dich jetzt für dein Glück entscheidest und hinter dir lässt, was dich eben deine ganze Kraft kostet. Genau, das sind die Botschaften heute für dich. Ich hoffe, es hilft dir, unterstützt dich, inspiriert dich, macht dir Mut. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Ich freue mich, von dir zu lesen. Schau gerne auf meiner Webseite vorbei, falls du ein persönliches Reading möchtest oder dich für meine Kartendecks interessierst oder mein Kursangebot. Findest du alle Infos dort. Und ja, dann freue ich mich, wenn du im nächsten Video hier wieder dabei bist. Lass mir gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist. Freue ich mich, wenn du zur Community dazukommst. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht hier im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und ich mache weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen mal, ja, was sich hier für dich zeigt aus dem Tarot, wie es für dich weitergeht. Und da haben wir schon mal die 10 Münzen und das Ass der Stäbe und die 5 Münzen. Das Ass der Stäbe bringt schon mal neue Ideen, neue Inspiration, neue Projekte. Also etwas, was da ein Impuls, ein wirklich kraftvoller, starker Handlungsimpuls, etwas umzusetzen, etwas zu tun, etwas Neues zu machen oder etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht auch ein Abenteuer, was lockt. Ja, also da ist etwas, was als Idee vielleicht auch schon länger in deinem Kopf ist. Oder jetzt auch wie ein Blitz einschlägt. Aber auf jeden Fall kommt auch direkt der Handlungsimpuls dazu. Ja, weil nachdenken und so grübeln und überlegen und träumen kann man ja auch viel, aber davon passiert ja nichts und wird nichts in die Realität gebracht. Aber das Ass der Stäbe steht wirklich dafür, dass man auch ins Umsetzen, ins Handeln kommt und wirklich etwas nachgeht, was einem auch Freude macht. Ja, also hier auch der Leidenschaft zu folgen. Und hier wird auch einfach ein Samen gesetzt, der dann auch sich entfalten wird, sich weiterentwickeln wird. Also eher einfach ein Neubeginn, der hier ansteht. Etwas Neues, was kreiert werden möchte, was erschaffen werden möchte, gestaltet werden möchte, verändert werden möchte. Ja, das steht hier auf jeden Fall für dich an. Und die 5 Münzen, ja, die zeigen so Gedanken des Mangels. Kann für eine Zeit der Krankheit stehen, der Erschöpfung vielleicht. Also
Dann darfst du aufpassen, vielleicht dann nicht zu übertreiben, nicht gleich zu viel zu machen, sondern dir auch Ruhe zu gönnen, nicht über deine Grenzen zu gehen. Ja, wenn du dann merkst, uff, jetzt übertreibe ich hier irgendwie, jetzt sitze ich von morgens bis abends hier an diesem Projekt und arbeite und arbeite. Und ja, also vielleicht bist du so sehr motiviert, dass du gar nicht aufhören kannst, aber dann ruf dich immer mal wieder zurück und sage dir, okay, ich brauche auch mal eine Pause, weil sonst könnte es eben sein, dass du dich selber dadurch direkt ausnockst, und das, ja, das wäre schade. Deswegen eile mit Weile, also arbeite an dem Projekt, ne, oder setz die Dinge um, aber gönn dir auch auf jeden Fall da Pausen. Die fünf Münzen können auch dafür stehen, so für Gedanken, Ängste in Bezug auf die Zukunft, ne? Kann das wirklich ein Projekt sein, was funktioniert, was vielleicht genügend Geld reinbringt, sowas. Ne? Und da darfst du auf jeden Fall ins Vertrauen gehen, auch mit den 10 Münzen, die ja hier sehr erfolgsversprechend sind. Und ja, im Prinzip die höchste Karte, was das Materielle angeht. Also da hat man wirklich Sicherheit, Stabilität erreicht mit den 10 Münzen. Also sprich, diese Idee oder das, was hier kommt zu dir, was du umsetzen möchtest, was du tun möchtest, ja, kann wirklich auf sehr fruchtbarem Boden gedeihen. Und wenn du da vertraust und wenn du da dran bleibst und wenn du auch durch harte Zeiten dann durchgehst, also sprich auch nicht so schnell aufgibst, auch durch Zweifel und Ängste hindurch gehst, auch durch, ja, durch magere Zeiten, das kann ich mir hier gut vorstellen. Ja, also das ist vielleicht gerade, wenn man etwas aufbaut oder anfängt, läuft es ja nicht unbedingt sofort richtig optimal und alles läuft glatt und ja, sondern man geht durchaus auch durch Höhen und Tiefen, so gerade zum Beispiel Thema Selbstständigkeit. Ja, vielleicht ist das genau dein Thema hier. Ne, dann kann das natürlich sein, da geht man am Anfang erstmal durch Hochs und Tiefs und hat vielleicht auch gerade am Anfang eine Zeit der Not, also im Sinne von, dass erstmal noch nicht genug Geld reinkommt oder dass man sich Sorgen macht, dass nicht genug Geld reinkommt und dass man, ne, dass es irgendwie einfach finanzielle Probleme gibt. Aber wenn man da durchgeht, wenn man da im Vertrauen bleibt und wenn man immer wieder nach Lösungen sucht und ja, beharrlich auf dem Weg dran bleibt und dem Universum immer wieder sagt, hey, ich möchte aber genau das, weil das ist jetzt meine Leidenschaft, das ist mein Herzensweg, da ruft mich meine Seele hin, das will ich manifestieren in meinem Leben, diesen Weg möchte ich gehen. Das möchte ich kreieren und umsetzen und dann wird das auch belohnt werden, ne? Und dann landest du hier quasi bei den 10 Münzen. Wie gesagt, an sich ist dieses Projekt eine Sache, die beständig sich entwickeln kann, die eine sichere Basis haben kann. Es ist aber eben wichtig, auch durch Zeiten des Mangels oder eben diese Hochs und Tiefs mutig und vertrauensvoll und geduldig hindurchzugehen. Genau, dann schauen wir mal hier weiter. Da haben wir das Gewitter. Angestaute Energien müssen freigesetzt werden und die Verbindlichkeit trifft eine Entscheidung, ja oder nein. Genau, und vielleicht hier mit diesen Herausforderungen der 5 Münzen, eben wo dich das Leben fragt, okay, bist du bereit, wirklich diesen Weg zu gehen, auch wenn er nicht immer einfach ist? Ja, sagst du trotzdem ja oder würdest du aufgeben? Bist du dir wirklich sicher, dass du diesen Weg gehen möchtest? Bist du dir wirklich sicher, dass du diesen Neuanfang wagen möchtest? Bist du wirklich sicher, dass du diesem Herzensprojekt folgen möchtest? Genau, und da, wenn du dich da konsequent und verbindlich für ein Ja entscheidest, dann wird es auch von Erfolg gekrönt sein. Genau, angestaute Energien in dir, das kann natürlich auf energetischer Ebene sein, das können Ängste, Zweifel, negative Gedanken sein, die sich in deinem System irgendwo festgesetzt haben und die jetzt aufgelockert und rausgelassen werden wollen. Das kannst du dann natürlich auf vielfältige Weise tun. Bewegung ist da immer ganz gut, natürlich draußen in der Natur. Vielleicht längere Zeit mal einen Baum umarmen und die Energie fließen lassen oder auch trotz der Temperaturen ruhig mal barfuß laufen oder deine Füße in einen Fluss oder in einen See halten. Also dich wirklich mit der Natur verbinden und dort auch darum bitten, einfach Energien auszutauschen, zu transformieren, zu heilen, aber auch einfach tanzen, hüpfen, springen, laufen, schütteln, alles, was dein Körper irgendwie in Bewegung bringen kann, Energien freisetzen. Genau, oder auch in Form von Kommunikation, ja, wenn irgendwas in dir
angestaut wurde, wenn dort Konflikte sind, wenn du Dinge aussprechen möchtest, aber dich nicht getraut hast, wenn es irgendwas zu sagen gibt, was unbedingt gesagt werden möchte, auch das kann helfen, da Angestautes rauszulassen, ne? Eben auch einfach wirklich in Form von Wörtern. Da wirst du wissen, was das Beste da für dich ist und was da raus möchte. Und dann ja, folge dem auch ruhig und sorge dafür, dass dein Energiesystem hier ein bisschen befreit wird von belastenden ja, Konflikten, Energien, Zweifeln, was auch immer. Und die letzte Botschaft ist kein Grund zur Panik. Genau, was sicherlich sich hier auf die 5 Münzen bezieht, ne, auf die Zeit eben, wo es nicht so gut läuft oder gerade nicht so gut aussieht. Also alle, die vielleicht gerade gesundheitliche, körperliche oder finanzielle oder was auch immer für Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, kein Grund zur Panik. Es wird alles, wie gesagt, wenn man sich konsequent dafür entscheidet, im Vertrauen zu bleiben und dem Leben zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das Leben einem immer das gibt, was man wirklich braucht und dass sehr, sehr oft auch im allerletzten Moment noch Wunder geschehen können, dann wird das werden. Also vertraue wirklich darauf, dass Wunder möglich sind, dass Wunder geschehen können und dass dich das Leben, das Universum nicht hängen lassen wird und dass du immer genau alles das bekommst, was du tatsächlich brauchst. Auch wenn es manchmal kritisch ausschauen mag, es geht immer irgendwie weiter und das Leben wird dich wirklich nicht hängen lassen. Darum, genau, bleib im Vertrauen, keine Panik, bleib ruhig, bleib geduldig, versuch gelassen zu bleiben und vertrauensvoll und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Es wird werden, ja, wie gesagt, mit den 10 Münzen. Sehr gute Zukunftsaussichten für das, was du vorhast. Ja, auch wenn es zwischendurch eben Auf und Abs geben wird. Aber tendenziell sehr, sehr gute Entwicklungschancen für dich hier. Genau, somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es unterstützt dich. Lass es mich gern in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Schau auch gerne auf meine Webseite vorbei. Und ich freue mich, wenn du hier bei den nächsten Videos wieder dabei bist. Und bis dahin schicke ich dir liebe Grüße und mach weiter mit Stapel 3. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal auf deine Botschaften hier aus dem Tarot. Da haben wir die 5 Kelche, die Liebenden und den Wagen. Und die 5 Kelche zeigen eine Enttäuschung vielleicht, eine Situation von Traurigkeit. Also hier scheint es etwas gegeben zu haben, was nicht sich so entwickelt hat, wie du dir das gewünscht hast. Etwas, was vielleicht zu Bruch gegangen ist, zu Ende gegangen ist, was fehlgeschlagen ist, ja, also etwas, was dich auf jeden Fall sehr mitnimmt und wo du traurig darüber bist, dass es nicht sich so entwickelt hat, wie du es dir gewünscht hast. Und es scheint so oder es kommt dir so vor, als wenn jetzt alles verloren ist, als wenn das ganz und gar falsch ist, dass das so passiert ist und dass du, ja, dass du vielleicht was falsch gemacht hast, dass es sich nicht rückgängig machen lässt, dass jetzt alles verloren ist. Also vielleicht kommt es dir gerade so vor, als wenn es keinen Grund gibt, zuversichtlich nach vorne zu gucken oder hoffnungsfroh zu sein. Aber bei den 5 Kelchen ist es einfach so, ja, da ist was schiefgelaufen oder es ist was zu Bruch gegangen. Da sind Kelche umgefallen sozusagen, aber nicht alle. Ein paar Kelche stehen noch und wir haben hier auch, wenn wir aus dem Fenster schauen, gutes Wetter sozusagen, beziehungsweise noch eben eine Welt, die einem offen steht. Also man könnte hier auch rausgehen, die Welt entdecken, neue Wege entdecken. Man muss nicht hier in dem dunklen Zimmer sitzen bleiben und über sein Schicksal hadern und weinen, sondern man kann eben bei den 5 Kelchen die Entscheidung treffen und darum geht es eben auch wieder aufzustehen und zu schauen, okay. Es ist nicht alles verloren. Welche Möglichkeiten sind da noch? Und was hält das Leben noch für mich bereit? Also, ne, also es ist wirklich eine Phase von Enttäuschung, Frust, Traurigkeit, aber die geht auch wieder vorbei und dann kommt neue Hoffnung, neuer Mut. Dann erkennst du eben, okay, das Leben geht ja noch weiter und es gibt doch noch so, so viel für mich zu entdecken und zu erleben und zu erfahren. Und gut, das eine Thema darf ich jetzt abhaken. Das hat eben nicht sollen sein. Aber es gibt hier noch ganz, ganz viel, was das Leben für mich bereithält. Also das ist ganz wichtig, dann in die Energie wieder reinzukommen. Und das wirst du aber automatisch. Also ja,
wenn es jetzt eben dran ist, ja, traurig zu sein, enttäuscht zu sein, wütend zu sein, darf das sein auf jeden Fall und es wird aber auch wieder vorbeigehen. Also ja, die Sonne wird auch für dich wieder scheinen. Ne? Bei dem einen mag das schneller gehen, bei dem der andere möchte länger an dem Schmerz festhalten, aber irgendwann wirst du wieder an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, so jetzt genug hier getrauert und Trübsal geblasen, es muss jetzt wieder weitergehen und jetzt schaue ich, was ich mir Gutes tun kann und wie es jetzt weitergeht eben für mich. Ja? Das ist im Endeffekt eben eine Entscheidung. Die Liebenden, die fordern dich auf, eine Herzensentscheidung zu treffen, zu schauen, was du wirklich möchtest, welchen Weg du gehen möchtest, welche Entscheidung jetzt einfach für dich ansteht. Die Liebenden fordern eine konsequente Entscheidung, also wirklich in sich zu gehen und zu spüren, was will ich wirklich. Ja, so Hü und Hott, wie der Wagen eigentlich auch zeigt, ist häufig ja ungünstig. Man ist so hin und her gerissen, man weiß einfach nicht. Soll ich so machen? Und das kann sehr, sehr herausfordernd und schwierig sein, wenn man nicht weiß, einfach, was will ich, was ist das Beste. Und beim Wagen ist es eben auch so, hier sehen wir auch ein schwarzes und ein weißes Pferd und die sind ja, sehr am Durchgehen hier. Und wenn die in verschiedene Richtungen zum Beispiel ziehen, dann kommt der Wagen nicht wirklich vorwärts oder er wird vielleicht einen Unfall haben. Ja, es ist wichtig, dass die Pferde in die gleiche Richtung ziehen und sodass der Wagen einfach auch gut fahren kann. Und das steht einfach für ambivalente Gedanken. Also wenn es in dir eben, ne, so wie es die Liebenden hier auf der Darstellung auch zeigen, so da gibt es die eine Frau, aber dann steht da hinten eben noch jemand, die auch ein Auge auf ihn geworfen hat und vielleicht kann er sich auch nicht so richtig entscheiden. Und der Wagen sagt eben auch, ne, du musst wissen, in welche Richtung du möchtest. Weil wenn ein Teil von dir will nach rechts und der andere Teil will nach links, dann kommst du nicht voran. So, ne? Sondern wichtig ist, dass du eine Richtung im Kopf hast und da geht es dann lang. Und natürlich kann man sich immer wieder umentscheiden, aber wichtig ist eben erstmal eine Entscheidung zu treffen und sich für eine Richtung zu entscheiden und dann zu gucken, okay, wie ist es jetzt, diesen Weg zu gehen? Fühlt es sich richtig an oder nicht? Und wenn du merkst, nein, dann schaust du, okay, kann ich jetzt wieder zurückgehen? Kann ich die Entscheidung vielleicht rückgängig machen? Oder welche Optionen habe ich jetzt? Wie kann ich jetzt von hier aus weitergehen? Ja, es gibt immer wieder eine Kreuzung, an der du stehst. Es gibt nie nur den einen einzigen Weg, den du gehen kannst, sondern du kannst immer, immer wieder neu wählen, was sich jetzt stimmig anfühlt. Und wenn du unsicher bist, dann hilft eigentlich nur, sich für eine Sache zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen. Und dann zu gucken, wie du dich damit fühlst. Und wenn es sich eben nicht gut anfühlt, dann eben weiterzuschauen, dann wieder eine Entscheidung zu treffen und etwas anderes auszuprobieren, bis du das findest, wo du in dir ganz klar spürst, ja, das ist, was ich möchte. Das, hier bin ich jetzt wirklich sicher, das ist mein Weg, da bin ich richtig. Und ja, solange du das eben nicht weißt, wie gesagt, hilft nur ausprobieren. Oder nichts tun und dann hier verharren, ne? Und dann sich nicht bewegen. Es kann auch sinnvoll sein, wenn man eben überhaupt nicht weiß, was nun richtig ist, dass man erstmal gar nichts tut, nichts entscheidet, bis man es in sich dann spürt, so, ne? Aber ja, grundsätzlich geht es hier für dich darum, eine Entscheidung zu treffen und dich für eine Richtung zu entscheiden und weiterzugehen. Schauen wir mal, was die Seelenforscherkarten noch sagen, wir haben ja den Winter, jetzt ist die Zeit für Rückzug und Innenschau, also schon ein Hinweis vielleicht für dich jetzt, ne, wirklich in dich zu gehen. Was willst du? Wie soll es für dich weitergehen? Und ja, der Sonnenaufgang gleichzeitig, ein Neubeginn zeigt sich am Horizont, also eben neue Möglichkeiten. Ne? Deswegen die fünf Kelche. Ja, etwas, wie gesagt, etwas ist vielleicht zu Ende gegangen, ist kaputt gegangen, funktioniert nicht, eine Tür hat sich geschlossen, aber der Sonnenaufgang hier wartet schon. Da kommt etwas Neues in dein Leben, wenn du dich dafür öffnest, wenn du hier den Kopf hebst und aus dem Fenster schaust, dann wirst du sehen, hey, da geht ein neuer Tag auf, eine neue Möglichkeit. Ne? Das Leben ist nicht zu Ende, es geht weiter, es gibt neue Abenteuer, neue Erfahrungen zu machen, was anderes, was auf dich wartet. Viele, viele, viele Geschenke, die das Leben für dich hat. Und darum gib nicht auf. Weil eine Sache jetzt vielleicht schiefgelaufen ist, es gibt noch viel, viel, viel mehr für dich.
Genau. Und gönn dir aber, ja, wie gesagt, gönn dir die Zeit für diesen Rückzug, ne, solange du dich eben danach fühlst. Aber wichtig ist eben irgendwann wieder den Kopf zu heben und weiterzumachen und dich dann für eine neue Richtung zu entscheiden. Und das Leben passiert für dich. Das Leben passiert für dich und darum darfst du auch darauf vertrauen, dass die Kelche, die umgefallen sind, ja, was auch immer das bei dir in deiner konkreten Situation ist, das, was sich verabschiedet hat, das, was zu Bruch gegangen ist, was, die Tür, die zugegangen ist, es hat einen Sinn. Das Leben denkt sich was dabei, ja, oder deine Seele, die dich diese Erfahrung machen lässt. Es hat einen Sinn und es passiert für dich. Vielleicht, damit du dich weiter bewegst. Ja? Vielleicht, damit du etwas lernst in der Situation, damit du stärker wirst, kraftvoller wirst für noch das, was dann vor dir liegt. Vielleicht aber auch eben einfach, weil das nicht der richtige Weg für dich war und da eben noch was Besseres auf dich wartet. Ja? Dann kommt ja auch manchmal das Leben und sagt, hey, ich schließe mal diese Tür für dich, weil sonst würdest du das irgendwie selber nie machen. Ich habe hier noch was Besseres. Also geh bitte einen neuen Weg. Ja? Ich habe hier ja. Ich habe einen Neubeginn hier für dich, aber dafür musst du das Alte loslassen. Und manchmal wollen wir nicht loslassen und dann hilft uns das Leben eben und zwingt uns dazu. Und dann finden wir das vielleicht im ersten Moment richtig blöd und verfluchen das Leben. Und ne, es macht dann gerade gar keinen Spaß. Aber irgendwann hinterher merken wir dann doch, hey, das war doch genau das Richtige und das war sehr, sehr gut, dass das passiert ist. Und ich bin froh, dass mir das Leben da geholfen hat, weil vielleicht allein wäre ich nicht rausgekommen. Darum, ja, vertraue darauf, dass alles, was gerade geschieht, seinen Sinn und Zweck hat und das für dich ist und das Leben möchte dich in eine sonnige Zukunft schicken. Aber die Frage ist eben, bist du bereit, loszulassen, was du dafür loslassen musst? Bist du dafür bereit, Entscheidungen zu treffen für dich, für dein Herz, für dein Glück? Und ja, neue Wege zu gehen, dich weiter zu bewegen auch. Ja, der Wagen steht ja auch für Bewegung, für Fortschritt, auch einfach weiterzugehen, vielleicht das Alte, was du kennst, zu verlassen, eine neue Stadt zu bereisen, so im übertragenen Sinne, ne? Einfach neue Erfahrungen zu machen, rauszugehen aus dem Alten, rein ins Unbekannte, eine Fahrt ins Blaue, wie auch immer. Genau, ja, also somit sind das die Botschaften für dich, die ich hier heute für dich habe. Ich hoffe, es unterstützt dich und es war was Wertvolles für dich dabei. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, besuch mich gerne auf meiner Webseite und sei natürlich auch sehr gerne bei den nächsten Videos wieder mit dabei. Da freue ich mich und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Alles Liebe, viele Grüße und bis ganz bald.